Ich muss aus der Stadt rausfinden, oder wir sterben alle. Scheiße. Ich frag mich, ob da jemand drin ist. Warum habe ich mich bloß freiwillig gemeldet? Hier muss es was zu essen geben. So. Ja, jetzt sind wir drin. Ein langes Video. Das ist echt langes Video. Ja. Bist du jetzt im Spiel drin? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob ich dir eine Einladung schicken kann. Ja, sonst versuche ich nachzujoinen. Wie müsste es jetzt klappen? Müssen wir das nochmal googeln? Nö. So Einladung direkt kann ich nicht. Du kannst höchstens probieren nachzujoinen. Wird auch nicht. Hab ich mir schon gedacht. Nee, Spiel beitreten ist hier nicht verfügbar. Scheiße. Ich brauche noch mehr. Scheiße, du. Schon besser. Ich muss das Ding platt machen. Sollte klappen. Geht das wohl nur über die Online-Funktion? Gar nicht so schwer. Was ist denn da jetzt los, sag mal? Bist du noch da oder was? Bin noch da. Nee, jetzt müssen wir über die Online-Story-Modus machen. Geht nicht anders. Immer wieder raus und mach dann nochmal vorne und dann Story. Du da immer rum hier. Das geht nicht über den richtigen Story-Modus, da muss über online gehen. Das wird halt nichts. Ich weiß ja nicht, ob man das Intro machen muss. Bis es dann erst geht. Ja, also gestern, also der Typ, der hat ja das andere spielt man ja alleine. Hallo? Charaktere kommen erst dazu, wenn man da in der Stadt ist. Ja, ich habe hier nicht Single-Spiel ausgewählt, ich habe hier Ding-Spiel ausgewählt, ganz normal. Und da stand rechts da, dass Freunde beitreten können. Ja? So, und bei den meisten Spielen, wo das da steht, musst du ein Intro erstmal durchspielen, bevor dann irgendjemand beitreten kann. Also quasi wie bei GTA 4. Oder GTA 5. Über den Story-Modus bist du reingegangen oder über Online? Ganz normal über den Story-Modus. Und da steht's da, dass Freunde beitreten können. Ja? Was geht noch nicht, oder was? War noch nicht verfügbar, oder was? Ja, irgendwie so. Man muss wahrscheinlich das Intro-Tutorial spielen und dann... Ja, das Tutorial hier durchspielen und dann, ich weiß ja, wo man denn ist. Und dann, wenn man denn da angekommen ist, dann geht das. Ja, denn, ja. Also, das ist mir jetzt beide das Intro, ich fange hier nochmal eine neue Story an. Und, Let's Play das. Bist du noch im Spiel drin? Ja, ja. Ja. Okay. Mach mal das Tutorial Hammer. Durch und ich mach das jetzt auch durch und dann sehen wir uns dann da wieder. Wenn wir beide fertig haben. Ich fange die auch komplett nochmal an. Ach, die Taschen dann mal jetzt hingelegt. Ja, okay. Will das Video auch drauf haben.
Hast du bei Spielersuche Stile Abschlussmeister wieder genommen? Keine Ahnung. Ja, das musst du aber wissen. Ja, der erste, das was du genommen hast, der allererste Schwierigkeitsgrad. Ja. Ja. Das ist kein Schwierigkeitsgrad. Spielersuche, Spielstil. Vorhin schon erklärt. Weil wir dasselbe haben. Und du hast definitiv Abschlussmeister genommen. Ja. Na gut. So. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht draufschlagen, die können explodieren. Narration. Hol den Vorschlaghammer. Da sie erfährst du das. Ja, man merkt, dass es für Konsole entwickelt wurde, weil es zieht ein wenig nach. Ja, aber nachher im Spiel nicht mehr. Nur beim Video oder was? Nee, nicht beim Video, im Spiel selber. Es muss einen Weg nach draußen. Ja, hab ich auch nicht gemerkt. Also es ist sehr schwammig. Wenn ich meine Maus schnell nach rechts links bewege, dauert ein wenig, bis er das mal macht. So, ja, irgendwie. Das ist klar. Das ist auch für Pet-Spieler. Ja, sag ich doch. Das haben sie Maus. Konsolenspiele, typisch. Das ist eine typische Macke vom Konsolenspiel. Ich würde sowas auch lieber mit dem Controller spielen als mit der Maus. Mist. Chilliger. Ich muss zurück zum Diner. Na dann mal los zum Diner. Ich bin noch ein Video. Scheiße! So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier your head.
Heilige Scheiße! Ich muss zurück zu den anderen. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Dead Rising 3. Oh. Loka, kannst du mich hören? Ja. Ja, der Anne Loka, ja wunderbar. Wie krieg ich das hier wieder weg mit dem Fernseher hier mit seinem blöden 24p da? Keine Ahnung. Ja, aber das zieht hier nach, das ist richtig. Kann ich das im Fernseher wieder ausstellen? Weiß ich nicht. Also meiner hat blendet das bloß kurz ein und dann war's das. Das hat er erst nach einem Jahr zum ersten Mal eingeblendet. 1080p und dahinter die 24. Ja, weil der mit 24 Bilder. Ja, warum hat er das beim ersten Mal spielen nicht gemacht? Ich habe das jetzt das Schmuggelspiel, das Spiel, da war das nicht so. Eine Grafikeinstellung? Ich war ja noch gar nicht im Spiel drin. Das ging ja schon los, als ich das Spiel gestartet habe. So, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt beidrehen könnte. Also ich bin jetzt raus aus dem Ding. Kann man hier schon mit dem Auto fahren? Hier lief ständig noch ein Haufen Autos. Brauch eine Waffe, Alter. Das hier. Für die Taschenlampe. Eine Superration. Du Arschloch! Hast du mich erschrocken, Alter? Blöder Wichser, du. Kriegst erstmal einen auf den Kopf, mein Lieber. Da das Spiel so schwammig läuft, warum auch immer, kann ich mir nur vorstellen. Hast du einen Controller? Gehen wir das Verdeckung mal ausmachen. Ja, habe ich, benutze ich aber nicht. Weil das Nee. Bei Kampfspielen ja, aber nicht bei Shooter. Sobald ich mit einer Waffe schießen muss. Dann musst du damit leben. Nee, muss ich nicht. Irgendwas ist falsch. Das habe ich bei Ding auch schon mal gehabt. Schatten, Texturen, ja. Teilgrad machen wir mal runter. Mal testen. Willst du nicht weiter? Hier ist auch Sackgasse. Okay. Eine Sackgasse. Mit den 15 Minuten hinbekommen, dass man nachschauen kann, meint er wahrscheinlich, dass es geht wahrscheinlich so 15 Minuten. Ich würde mal sagen können, die alte Flachpfeife. Das kann sein, ja. Ja. Denkt auch immer nur an sich, Alter. Dann werde ich das hier auch mal durchspielen, das Tutorial, und dann kommen wir wohl zusammen.
sieht immer noch nach. Das gibt's ja gar nicht. Also ich kann mit Controller jedenfalls nicht schießen. Das geht nicht. Da schieße ich schon zwar hin, aber nicht da, wo es hin soll. Ja, dann musst du es lernen. Nö, muss ich nicht. Oder musst du es eben nicht. Die fallen da oben runter. Na, warte mal, wir haben hier noch Ding-Option Steuerung. Genau. Ja. Alter, das ist nice, Alter. Das mit dem Fernseher, das gefällt mir gar nicht. Meine lieben Freunde, da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Zeit lassen hier, weil... Versuch mal das hier zu ändern mit der Optik. Ist auch ein paar Rockler drin. Machen wir ja jetzt. Scheiß 24 Feder muss weg. Das ist gar nicht. Scheiße. Hier ist da unten oder kommt sie hoch? Boah, schon. Das ist so schön unten, Alter. Aha, da haben wir jetzt 24 P Zirkel. Das kann ich nicht sagen. So. Bildmodus. Hartweg. Haben wir gleich. Na komm. Brillant. Wunderbar. Läuft. So. Doch, einstellen. So, meine lieben Freunde, jetzt kann es weitergehen.
sind die Ruckler auch wirklich, dass sie die Scheißkopfhörer hier noch so lange gar keinen Bock drauf. Oh nein! Nein! Oh Mist! Das ist der einzige Rückweg! So eine Scheiße! Stirbst du, Penner! Hast die Olle erst gerettet, oder was? Und bei mir ist er irgendwie verreckt oder so, keine Ahnung, die war jedenfalls weg. Ja, ach, da ist ein Energy-Tränker, den nehme ich jetzt erstmal. Oh, Alter! Ihr Witzer, Alter! Wir den Energy-Tränker haben. Und hoch da. So, nimm den jetzt. Jawohl. Kann ich denn schneller laufen eigentlich? Ja, noch ein bisschen. Das ist gut, ich bin schneller. Jawohl. Lord. Oh, mach doch nichts. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen? Jetzt. Genau, ein Bier trinken. So, ich bin jetzt hier gleich deine, dann müssen wir gleich zusammen. Das ist doch hier gleich vorbei. Oh, Gott sei Dank.
Da ist einer. Hey, lass mich rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Meine Güte, was war das? Als hätten wir nicht genug Probleme. Okay, Nick? Hi, Annie. Ich dachte, ihr wärt tot. Was gefunden? Essen oder eine Knarre? Hab das gefunden. Könnte nützlich sein. Ah, ich muss die Grafik wohl ein bisschen runterdrosseln. Das läuft nur mit. Hast du noch eine Familie? 20 Eltern? Bildern manchmal. Nein, pro Sekunde. Nichts. Ich auch nicht. Manchmal ist man so besser dran. Die letzte Dosis? Wir haben fast nichts mehr. Wenn deine und sie rennt raus, Alter. Tragen würde, hätten wir nicht diese Probleme. Sie werden per GPS verfolgt. So, du bist auch weg. Sind Gefangene. Sie befolgen das Gesetz. Diese Chips enthalten Zombrex, damit aus Infizierten keine Zombies werden. Oh ja, hat wohl nicht geklappt. Sieh mal raus. Oh, ihr Illegalen macht nur Ärger. Haltet die Schnauze. Sie werden uns noch hören. Beruhig dich doch einfach mal, Arschloch. Solange die draußen sind, müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein, ausschalten! Ja, ob das eine gute Idee war, die Jukebox anzuschmeißen. Nein, 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 Mutter, es wird alles gut, okay? Okay? Ich werde dich immer beschützen. Oh, Peter, ich habe Angst. Oh mein Gott. Seht euch den an. Als ob er etwas von seinem früheren Leben wüsste. Wir werden alle sterben. Nein, nein Mutter, nein! Geh nicht da raus! Nein! Peter, nein! Nein! Hey, Mann! Nein! Ah, Gott! Oh. Okay, Leute. Gleich müssen wir rennen. Wohin sollen wir denn? Meine Werkstatt. In Ingleton. Die Mauern sind dick. Dort können wir nachdenken. Vielleicht geht der Fernseher. Wir müssen weg, okay? Aber ich gehe in keine Werkstatt. Meine Leute erwarten mich. Kleine, bleib besser bei uns. Ich versuche mein Glück. Jenny! Nick, die Zombies kommen jede Sekunde rein. Wir müssen was tun. Wir haben nichts, um sie abzuwehren. Du bist gut im Reparieren. Hier liegt doch eine Menge Zeug rum. Vielleicht kann ich was basteln. Oh. Okay, denk nach, Nick. Denk nach. Ja. Ja, gut. Das ist ja schon was gebracht. Vielleicht mit der Zementsäge. Vorschlagsäge, ja, die müssen wir jetzt erstmal bauen. Erstmal den Hammer. Ach, nee. So, jetzt brauchen wir noch Zementsäge. Jawohl. Das Ding, Alter. Ja, was soll ich denn hier tun? Keine Ahnung. So, jetzt hier durch. Ups.
Einsteigen. Okay, Leute, wir müssen durch die Hintertür raus. Da sollten weniger Zombies sein. Steig rein. Schön durch hier. Was lassen? Hintertür. So, hier hin. So, da sind wir ja schon. Wunderbar. Kack aus. Jawohl. Ah, da lang, okay. Dann ist ein Absperrding. Diese Barriere muss da weg! So, bist du jetzt durch das Tutorial? Ja, hier muss ich noch irgendwas betätigen. Ich gehe jetzt gerade in die Werkstatt rein. Oh mein Gott! Ja, mit Auto fahren. Ins Auto! Ach, da bist du jetzt erst. Arschloch! Lass hier durchmähen. Ja, wie ich mal durch. Ja. Ich weiß, ihr werdet das auch sehen, meine lieben Freunde, weil Videos haben so einen kleinen Bildversetzer drin. Ich hoffe mal, dass ihr das nicht seht. Na los! Kommt noch ein Video und danach müssen wir eigentlich zusammenkommen können. Was abgeschlossen ist. Oh, hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die ganze Stadt ist am Arsch! Wahrscheinlich sogar das ganze Land. Wo ist die Polizei? Wo bleibt die Armee? Hier sind wir eine Weile sicher. Sieh dich lieber um, dass auch alle weg sind, okay? Alle! Hey, warte mal, der Kerl hat einen dieser GPS-Zombrex-Chips da! Hey! Die sollen doch Infizierte mit Zombrex versorgen, damit sie sich nicht verwandeln. Und falls doch, kann man sie verfolgen. Ist das nicht der Sinn der Sache? Alles klar. Das hätte nicht passieren sollen. Nichts davon hätte passieren sollen. Wir brauchen Infos. Wir müssen herausfinden, was draußen los ist und wann Hilfe kommt. Ah.
Verdammt! Die Glotze ist wieder kaputt. Ich muss mich um die Kabel kümmern. Ich denke, dass ich ein paar Hilfe nötig habe, Nick. Schau doch mal nach, ob du da draußen was findest. Aber pass auf. Wir brauchen Hilfe! Wir stecken fest in... Baumann, ich sehe, wie sich dein Mund bewegt, aber ich höre nichts. Was? Ich höre dich nicht, Mann! Dein Mikrofon ist kaputt, verdammt! Ich kann Sie hören! Sie können mich sehen, oder? Können Sie helfen? Sind Sie ein Korb? Ich ein Korb? Der war gut, Mann! Ich bin ein Profitechniker für, Bürohygienemanagement. Nein, als es ernst wurde, bin ich einfach nur weggerannt. Hab mich in so einem Überwachungsraum verschanzt. Diese Zombie-Verteidigungsscheiße, das ZVK. Ja, eine Leiche hat die Tür offen gehalten, da habe ich mich sofort hier eingeschlossen. Ich bin Jamie Flint. Nick. Ja, ich hab's auf dem Hemd gelesen, Cowboy. Also, so sieht es aus. Ich erreiche nur dich, sonst niemand. Oh Mann. Aber so übel ist es gar nicht. Ich habe Chips und lauter Monitore. Langsam verstehe ich. Dieses Zivilverteidigungssystem ist erkrankt. Jo, pass gut auf dieses Ding auf. Ich melde mich, wenn ich einen Lebenden sehe, der Hilfe braucht. Und vielleicht kannst du mir auch noch mit ein paar Extrajobs aushelfen, wenn du so freundlich wärst. So, hör mal, die Illegalen haben ein paar ganz schöne Verstecke in der Stadt. Eins ist im Hotel, nördlich von dir, in Ingolton. Es ist perfekt für alle, die Sache aussitzen wollen. Ja, außerdem ein guter Ort, um was zu lagern, also sieh sie doch mal an. Und ich werde dich später wieder anrufen. Ja, noch ein Chips und Monitore. Ist jetzt durch, oder was? Jo. Jetzt habe ich ohne Karte unten links. Können wir jetzt auch, ist halt hier angezeigt worden, zur Koop, wo es jetzt offen ist. Dann wollen wir jetzt mal zusammenkommen hier. So. Hier bietet er mir nichts an. Ja, dann... Jetzt zusehen, dass wir jetzt hier endlich zusammenkommen. So, ich versuche mal deinem Spiel beizutreten, ja? Jo. Okay. Ja, wunderbar. Geil. Endlich los, ey. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Spiel, also... Reiß dich zusammen, Nick! Anderes kann ich mir gar nicht vorstellen.